Guten Abend und herzlich willkommen, meine Lieben, zum Finanzrudel Community Talk. Wieder euer Frugalismus-Kojote, Frugalismus-Guru, der Frugal-Kojote am Start. Herzlich willkommen im Frugal-Ruder, Rudel sogar, ja. Ich bin wie immer wieder euer seriöser Top Frugalismus-Influencer. Ihr kennt mich ja. Ich bin schon seit eh und je Frugalismus-Guru denn je. Ich kann mir nicht mal eine Kapuze leisten, aber ihr seht, ich habe meine Kapuze auf jeden Fall schon ordentlich mehr oder weniger mit diesem kleinen Quickfix kostengünstig an der Stelle machen können. Und ja, das T-Shirt geht überhaupt nicht kaputt. Das ist wirklich, das ist Science, das funktioniert, meine Lieben. Und bauchfrei wollte ich eh schon auch mal immer am Start sein. Das ist immer zwei Fliegen mit einer Klatsche. So denkt ein Frugalist, meine Lieben. Erstens mal Kapuze, das Problem gelöst. Und baufrei unterwegs sein, das ist auch gut. Und die Figur, die kommt auf jeden Fall auch am Start an der Stelle. Und wir werden uns heute auf jeden Fall ein sehr geschmeidiges oder einen sehr geschmeidigen Artikel, ich nenne es schon beim Namen, so wie es ist, von der Basler Kantonalbank uns reingönnen. Da wird im Prinzip mehr oder weniger vieles behauptet. Mal gucken, ob das so stimmt oder gewisse Dinge stimmen, gewisse andere Dinge nicht stimmen. Werden wir uns gemeinsam anschauen an der Stelle. Aber ich glaube, wir müssen langsam so ein bisschen wieder seriöser werden und den Frugalismus-Guru, den Frugal-Kojoten und das Frugal-Rudel ein bisschen beiseite legen. Denn wir werden uns, wie schon gesagt, heute diesen kleinen, aber feinen Artikel uns reingönnen. Und zwar fröhliche Frugalisten, finanziell unabhängig, früh pensioniert von der Basler Kantonalbank. Und erstmal Hand aufs Herz, oder? Also wer ist natürlich auch genau so wie ich der absolute super Frugalist am Start, ja? Also ich lebe ja wirklich sehr frugalistisch, man kennt das von mir, dass ich wirklich den frugalsten Lebensstil hier in der Hood habe. Also auch viele Freunde von mir sagen auch immer, hey Thomas, du bist ja wirklich frugal unterwegs, aber danke für das Kompliment an der Stelle. Bin ich auf jeden Fall auch sehr erfrischend tatsächlich, dass ich das von der Basler Kantonalbank bekomme, dass ich auch mal wieder Frugalist bin. Aber ich wünsche erstmal einen guten Abend an Finanzmarv, Harry Potter auch am Start, Tommy Obmax, der liebe Yeah ebenfalls, Avocado, auf jeden Fall Avocado, Bernhard S., Robert XYZ, Max Albert, Rade Milosevic auch am Start, der Ren, Johnny Minion, Kriri, Harry Potter, Nils 18, Max Spüri, Billy Elsieway auch am Start, Thomas Arnold, guten Abend. Den Artikel habe ich tatsächlich vom lieben Theo, also Theodor Josef Eisenring, zugeschickt bekommen per Mail. Er hat mich da auf jeden Fall darauf aufmerksam gemacht. Danke an dieser Stelle. Ich glaube, er ist noch nicht gejoint, aber falls er joint, werde ich sicherlich nochmal kurz erwähnen. Moin aus Hamburg schreibt WNEMFI. Matthias, moinsen, guten Abend. Wir werden uns jetzt diesen Beitrag angucken, lesen, darauf reagieren und konstruktives Feedback geben werden wir heute. Werden wir darauf schauen, dass wir ein bisschen gesittet bleiben, nicht zu fest eskalieren. Und gesittetes Feedback macht. Auch wenn es mich ein bisschen wuschig macht. Also der ganze Beitrag merkt schon so ein bisschen, der macht mich ein bisschen wuschig, ja. Hab schon wuschige Haare, macht mich auf jeden Fall ein bisschen kratzig, okay? Seid schon mal vorgewarnt an der Stelle. Bild auf jeden Fall super schön, auch mit den Tausendernoten gefällt mir sehr an der Stelle. Und wir fangen doch einfach mal am besten an, ja. Mit 40 nie mehr arbeiten, klingt verlockend. Dieses Ziel setzen sich Frugalisten. Sie leben sparsam und investieren ihr Geld in Aktien, Fonds oder Immobilien. Doch dieser angebliche Trend aus den USA ist vor allem hierzulande eins. Ein Medienhype. Vor Basel, für Basel. Ich würde eher sagen, von der Basler Kantonalbank für ihr Bankkonto. Ja, ja, ein bisschen Humor muss sein. Thomas Kovac ist 24, lebt in einer bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung in der Umgebung von Zürich. War bis und mit vor 6 Monaten korrekt, also vor einem halben Jahr, ist nicht mehr korrekt. Ich habe seit einem halben Jahr sind wir in eine 3,5-Zimmer-Wohnung gezogen. Also das ist jetzt nicht irgendwie, versteht mich nicht falsch, das ist nicht irgendwie ein Diss, aber das ist schon mal auf jeden Fall eine Fehlinformation, eine Fehlrecherche ist ein halbes Jahr her. Und 24 bin ich auch nicht mehr seit 3 Monaten, sondern 25. Aber hey, das sind Details. Wir kommen erst noch an das wirklich nice Zeugs von heute, was wir uns reingönnen werden an der Stelle. Guten Abend, Tico, und auch
Joachim Bla am Start. Guten Abend, Theodor Josef Eisenring. Der Theo ist auch am Start. Hier ist der Beitrag, auf den reagieren wir heute. Du hast mir den ja per Mail geschickt. Danke nochmal fürs dran erinnern, denn ich hätte das sonst nicht auf dem Schirm gehabt. So, er hat seinen IT-Job in der IT-Branche vor 2 Jahren an den Nagel gehängt. Also ungefähr jetzt dann in... Wann ist er rausgekommen? Vor weniger als einer Woche der Beitrag. Ja, also vor 3 Jahren eigentlich. Also ich habe den letzten Arbeitstag irgendwann Ende Oktober gehabt, in 2 Wochen oder so. Ich glaube, der 20. Oktober oder so war mein letzter Arbeitstag. Aber hey, 2 Jahre ist auch okay und nennt sich Frugalist. So, ich glaube, das wird so ein geiler Zusammenschnitt für den Thomas ohne Hose-Channel übrigens. Also hier kleiner subtiler Plug. Thomas ohne Hose könnt ihr euch auf jeden Fall reingönnen. Thomas ohne Hose auf YouTube. Wer das noch nicht gesehen hat, der verpasst einiges an zusammengeschnittenen lustigen Content und Highlights oder auch Interviews, die wirklich kondensiert sind. Also am besten Thomas ohne Hose direkt mal abonnieren an der Stelle. Kleiner subtiler Plug. Aber Moment einmal. Er nennt sich selber Frugalist. Wir können ja mal kurz googeln, oder? Was meint ihr? Ich habe jetzt hier Sparkoyote Frugalismus gegoogelt. Okay, das ist doch das Erste, wenn ich eine Recherche mache. Das ist doch... Ist doch normal, oder? Also wenn man über jemanden schreibt, recherchiert man noch ganz kurz, was macht der überhaupt? Und vielleicht auch noch Sparkoyote Frugalismus. Nicht so abwegig, oder? Okay, erster Beitrag. Frugalismus ist eine Seuche. Oh, okay. Frugalismus sparen, okay? Warum Frugalisten ihr ganzes Leben verpassen? Ah, okay. Wieso ich kein Frugalist bin? Sollte man Konsum verteufeln wie die Frugalisten? Und das ist gerade Inception, guckt euch das mal an. Frugalismus-Guru Sparkoyote wieder da. Basler Kantonalbank Shots feiert. Oh, wieso ich kein Frugalist bin? Oh, okay. Spannend. Wir könnten jetzt einfach mal gucken, was das für Beiträge sind. Im Prinzip kann man sich die selber durchlesen. Da sage ich mehr oder weniger in jedem Beitrag mehr oder weniger dasselbe, dass ich erstens mal kein Frugalist bin und zweitens denke, dass Frugalismus auf die Dauer nicht klappt, vor allem dann, wenn man Kinder bekommt. Oh. Upsi. Okay, wir sind noch nicht so weit gekommen. Keine Sorge, wir werden da ein gutes Stück auf jeden Fall dran bleiben, weil es gibt doch schon viele Punkte, die man mit 5 Sekunden Google-Suche gefunden hätte. Also, geile Sache an der Stelle. Also, Schuster, bleib bei deinen Leisten bitte. Die Basler Kantonalbank könnte wenigstens doch. Also, guckt mal, ich habe Journalismus nicht studiert, ich habe gar, also, aber ich weiß, wie man googelt. Aber anscheinend. Ich hab das hier nicht, okay? Aber hey, ich will hier niemandem zu nahe treten. Aber das sind halt Facts an der Stelle, okay? Seit er 17-jährig ist, beschäftigt er sich mit der Finanzanlage. Das stimmt absolut korrekt. Bis 30 will er finanziell unabhängig sein. Das scheint auf den ersten Blick gut möglich. Okay, ja, auf jeden Fall, absolut. Kann man so hinstellen lassen. Ich habe ja schon mal auch gesagt, dass ich per se eigentlich jetzt schon finanziell unabhängig bin. Und ich mir einfach nur noch finanzielle Ziele setze und mir es eigentlich egal ist, weil ich eigentlich das finanzielle Game schon durchgespielt habe für mich und meine Verhältnisse, das, was ich mir so vorstelle. Aber das lassen wir mal so gelten. Das kann man definitiv so drin lassen. Aber wohlbemerkt, nicht aufhören zu arbeiten, also aufhören zu arbeiten, das ist was, das ich, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde sterben, kann ich nicht arbeiten. Ich habe auch schon in vielen aktuellen Interviews, richtige Interviews, wo wir auch richtige Journalisten haben und nicht irgendwelche Bankblogger. Ja, ich bin ja auch nur ein Blogger, also ich habe das nicht gelernt, ich weiß nicht journalistisch, also ich habe schon auch mit vielen Journalisten auch gesprochen und also die schreiben nochmal auf einem ganz anderen Niveau und die machen das auch wirklich super, also ich finde, da habe ich richtig Respekt vor und also diesen Skill, also so stark habe ich den natürlich auch nicht, ja, aber Recherche auf jeden Fall, wie in diesem Fall, kann ich auf jeden Fall, zumindest zu gewissen Basics, ja, Google und so weiter. Ja, aber das scheint auf den ersten Blick gut möglich. Die Entwicklung seines stattlichen Nettovermögens kann man auf dem
Finanzblog sparkürde.ch in Echtzeit verfolgen. Extra noch den Abstand hier gemacht, damit es ja kein Hyperlink ist. Danke an der Stelle, Basler Kantonalbank. Ich bin sogar noch der Ehrenmann. Ich poste gerne den Beitrag hier in den Live-Chat. Ihr könnt gerne draufklicken, euch den auch noch parallel durchlesen, wenn ihr euch das hilft, wenn ihr das wollt. Aber an der Stelle geil, ja. Jetzt kommen wir zum heißen Part. Jetzt kommen wir langsam zum Inhalt, okay? Weil ich weiß natürlich, was die hier machen. Wenn irgendein Marketing-Genie dahinter steckt, nice, weil wenn die Person mich kennt, die Person weiß, dass ich auf solche Sachen reagiere, weil mir das komplett durch den Strich geht. Und ich muss auf gut Deutsch einfach sagen, wenn so viel Scheiße an einem Ort zusammengewürfelt wird. Aber wir kommen später noch dazu. Ich will nicht zu subjektiv von Meinung und zu viel hitzige Debatte hier reinpacken, sondern ich will bei den Facts versuchen zu bleiben, wenn ich es schaffe. Ja? Also ich bin auch nur ein Mensch. Aber ja, Frugalisten schmücken sich gerne mit einem nachhaltigen Lebensstil. Okay. Geiles Framing. Thomas ist Frugalist. Nachhaltiger Lebensstil. Ich sag dazu einfach, ich habe noch nie in meinem Mund genommen, dass mein Lebensstil nachhaltig ist. Ich müsste erstmal angucken, ob es so ist. Ich wünschte, es wäre so. Aber in Realität habe ich Royal Dutch Shell im Portfolio, Imperial Brands im Portfolio. Ich habe ganz viele andere Unternehmen im Portfolio, die vielleicht nicht mal unter ESG zählen. Ich habe ich benutze Plastikröhrchen. Oder ich benutze halt mittlerweile auch Metallröhrchen. Aber zum Beispiel bei der Capri-Sonne, die Kartonröhrchen kann ich gar nicht abhaben. Das ist Müll. Ich brauche die Plastikröhrchen. Nachhaltiger Lebensstil, I don't know. Ja, ich benutze auch Plastiksäcke. Und schönes Framing erstmal an der Stelle, ja. Dabei hilft Ihnen die 3-Tage-Regel. Sieht man was, das man kaufen möchte, wartet man 3 Tage und fragt sich dann, brauche ich das wirklich? Wer diese Regel anwendet, vermeidet Impulskäufe. Diese haben im Zeitalter von Online-Shopping stark zugenommen. Ja, das finde ich auch völlig legitim und ich glaube, das hat nicht nur mit Frugalismus zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand zu tun an der Stelle. Aber auch der wird heutzutage immer wieder mal angezweifelt, meine lieben Freunde. Oft ist Konsum die simpleste Medizin, um Frustration aus dem Alltag zu kompensieren. Gleichzeitig streben immer mehr Leute nach einem einfachen Leben. Weniger ist mehr. Einige entschließen sich freiwillig auf engstem Raum zu leben, beispielsweise in einem Tiny House. Diese Häuser auf Rädern sind aufs Wesentliche reduziert mit einer Wohnfläche von 10 und 45 Quadratmeter und bereits ab 2000 Franken erhältlich. Okay, sehr geil. Also erstmal wird hier im Prinzip gesagt, ich wohne auf einer bescheidenen Zwei-Zimmer-Wohnung, was bis und mit Anfang des Jahres korrekt war. Was jetzt aber nicht mehr korrekt ist und wir tatsächlich uns entschieden haben, in eine größere Wohnung zu ziehen, weil wir einfach auch einen höheren Lebensstil mehr oder weniger erwarten für unsere Haustiere, aber auch für uns, weil wir auch mehr Platz haben und in diesem Platz uns ausleben können. Okay, das wird natürlich ignoriert, es wird ein Framing betrieben, dass man automatisch als Frugalist nachhaltigen Lebensstil hat oder diesen verfolgt, gleichzeitig aber auch möglichst reduziert in kleinstem Raum leben möchte, allenfalls sogar in einem Tiny House. Da wird also schon relativ stark Framing betrieben für Dinge, wo ich zwar cool an sich finde, wenn Leute das machen, ich aber mir gar nicht vorstellen könnte, in einem Tiny House zu leben. Ich meine, guckt euch das mal an, ich habe ein Office seit bald 2 Jahren jetzt, ein Office. Das Office ist genauso groß wie die private Wohnung, das habe ich jetzt seit 2 Jahren fast. Auch das konnte man nicht recherchieren und ich meine nur schon, wenn man diesen Hintergrund sieht, welches verdammte Arschloch ist frugalistisch und hat das im Hintergrund und die Box da unten ist auch voll. Thomas das Arschloch, ja, Thomas ist das Arschloch, was online so tut, als wäre er ein fucking Frugalist und hat aber hier den ganzen Krempel hier hinten wie das letzte Arschloch oder was. Nein, aber ja, so ist es, ja, so ist es. Thomas, der Frugalist, hat aber noch 5 Millionen Items hier hinten, ja, whatever, I don't know. Aber hey, es ist ja ein Geheimnis. Also ich verstecke das ganze Zeug ja. Also ihr wisst gar nicht, was ich da alles an Trading Cards und Dinge besitze. Und oh mein Gott, ja, so, das ist alles so heimlich-feisli, heimlich-Tuerei. Meine Güte, okay? Aber weiter geht's hier an der Stelle. Finanziell unabhängig, früh pensioniert.
Der Frugalismus hat seine Anfänge in den USA und ist dort auch als FIRE-Movement bekannt. Financial Independence, Retire Early. Ja, bin ich auch gar kein Fan von. Habe ich auch schon Videos dazu gemacht, wieso ich FIRE absoluten Bullshit finde. Ich will jetzt nicht immer alles raussuchen, aber ich werde es auf jeden Fall mal hier nochmal machen. FIRE, Sparkoyote. Das ist auch eine schnelle Google-Suche. Ihr seht jetzt gleich auch 5 Minuten. Wieso FIRE in meinen Augen Schwachsinn ist. Ey, das habe ich sogar 2019 geschrieben, meine Güte. 2019 im Dezember, das ist jetzt dann 2 Jahre her. FIRE ist Bullshit und so meine ich das auch. Meine Güte. Ich meine, wie viel ist es zu viel verlangt, einen Google-Search zu machen? Ist neuerdings, und ich will niemanden dissen, ich will gar niemanden dissen, aber ist bei einer Bank, wenn man für einen Blog bei einer Basler, bei einer Kantonalbank, ja, bei einer Kantonal, nicht bei irgendeiner Bank, bei einer Basler Kantonalbank, fürs Magazin, also für ihren Blog schreibt, ist es zu viel verlangt, paar Google-Searches zu droppen? Oder ist das einfach nur, I don't know, ja? So, ein Gegentrend zum neoliberalen Workaholic und seinem grenzenlosen, verantwortungslosen Konsum. Ein breiterem Publikum bekannt ist die Bewegung seit einigen Jahren durch den erfolgreichen Blog Mr. Money Mustache. Der Kanadier Peter Andeny sein Credo auf dem Weg zur finanziellen Freiheit, die er bereits mit 30 erreichte. Maximaler Spaß bei minimalen Kosten. Auf diese Spar-dich-Reichmasche setzt auch Schweizer Frugalisten wie Sparkoyote. Spoko! Spoko! So schaut's aus hier, hä? Jetzt wird ausgerastet. So schaut's aus an der Stelle, ja? Also, Real Talk, ich hab den Beitrag vorhin nur so ein bisschen überflogen und ich habe mir das so ein bisschen aufgespart für den jetzigen Moment. Jetzt habe ich mein Post-it so kaputt gemacht, nicht so geil, Alter. Aber das finde ich schon fast echt Verleumdung auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, Real Talk, ich bin wahrscheinlich einer der heftigsten Workaholics, oder einfach ein Workaholic auf gut Deutsch. Ich arbeite und wenn ich nicht arbeite, dann denke ich ans Arbeiten. Das ist nicht mehr gesund teilweise und ich muss da auch teilweise wirklich zurückschrauben. Da hilft mir auch Familie, Freundin, die Alexandra und Co. Oder auch Freunde, die das auch merken. Und ich kann mir ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Ja? Aber so wie das hier geframed wird, im Prinzip heißt es, Thomas ist einer, der will mit 30 aufhören zu arbeiten, seinen Pimmel in die Luft schwenken und nichts mehr machen. Ist aber nicht der Fall an der Stelle. Und spar dich reich, Masche? Was soll die Scheiße, Alter? Ich gehe jetzt hier extra auf meinem YouTube-Kanal und ja, hey, die Basler Kantonalbank kann das gerne anschauen, die bekommen ihr Speck weg und das ist halt meine Art, ja, ihr kennt mich ja an der Stelle und auch viele Leute kennen mich, aber das ist, finde ich, richtig asozial an der Stelle, weil ich mache so viel Content, auch auf YouTube. Man hätte kurz auf ein YouTube-Video gehen können und gucken können, es geht hauptsächlich um Einkommen. Und ich habe hier sogar, wo ist jetzt das, mehr verdienen, also mehr sparen oder mehr verdienen. Das ist ein Video vom verdammten 13. September, ja. 13. September, das ist top heiß, brandaktuell. Aber es gibt auch mehrere ähnliche Videos, wo ich einfach sage, auf gut Deutsch, ich sag so wie es ist, Sparen hat Limitationen. Wenn du etwas intelligenter bist, ein bisschen mehr IQ hast, dann auf jeden Fall versuchst du mehr Einkommen zu generieren, weil du kannst halt deutlich mehr sparen durch mehr Einkommen, aber nicht durch mehr Sparen, sondern mehr verdienen, meine Lieben, ja. Aber hey, das wird auch ignoriert, nicht recherchiert und ja, das finde ich einfach absolut eklig, ne? Absolut eklig. Auch dieser betreibt in seinem Frugalismus-Blog Mustachian Post, das ist der Marc Pitit, ein Finanz-Striptease, okay? Seit 2014 hat er mit Finanzanlagen laut seinen eigenen Angaben rund 500.000 Franken erwirtschaftet. In seinem Buch Free by 40 in Switzerland propagiert er Genügsamkeit, gesunde Ernährung und Sport auf dem Weg zum persönlichen Glück. Okay, also ich kenne ihn sogar persönlich und ich weiß halt nicht, also ich kenne ihn nicht so gut persönlich, wie frugalistisch er lebt, aber er ist schon, also ich glaube, er ist auch, also er sieht sich auch als Frugalist und lebt auch diesen Lebensstil, was ja auch vollkommen okay ist. Und er propagiert Genügsamkeit, gesunde Ernährung, Sport auf dem Weg zum persönlichen Glück. Ich meine, ja, also Genügsamkeit definitiv, also auch Bescheidenheit finde ich allgemein ist eine gute Eigenschaft. Ich bin nicht in allen Bereichen bescheiden. Es gibt auch Bereiche, da splash ich, wenn das Trading Card Games sind, Collectibles und Co. Und ja, gesunde Ernährung
Finde ich auch. Ich könnte auch gesünder essen, Sport sowieso. Ich könnte auch mehr Sport machen. Also ich finde, das ist völlig normaler, gesunder Menschenverstand, unabhängig von Frugalismus, meine Lieben. Ja? Und hey, wir kommen gleich nachher dazu. Wir kommen gleich nachher dazu, meine Lieben. Es wird viel, viel Buddha kommt vom Speck heute. Heute wird wirklich richtig... Also ich sag so, wie es ist. Ich sehe diesen Blogbeitrag als richtigen Shots feiert, ich fick dich, Thomas, und alle anderen Finanzblogger. Vielleicht interpretiere ich das falsch, weil ich einfach, also, vielleicht interpretiere ich es einfach falsch. Ich weiß es nicht, aber so interpretiere ich es. Und ich habe extra heute wirklich viel rausgesucht, um wirklich zu stochern, ja. Und ihr müsst dranbleiben, es ist wirklich eklig. Es ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten so einen ekligen Beitrag überflogen oder heute mit euch gelesen. Selten. Da ist alles, was bisher gekommen ist von Boulevardpresse oder richtigen, also auch insgesamt Interviews, alles Mögliche, selten so etwas Ekliges in einem Paket zu lesen bekommen. Und ihr werdet sehen nachher auch wieso, weil die Doppelmoral, die mehrfache Doppelmoral hinter diesem Beitrag in diesem Magazin von der Basler Kantonalbank, ist absolut, absolut grundtief eklig. Und also ich habe dieses Gefühl von Gänsehaut und Ekel, okay? Also wir kommen bald dazu, keine Sorge. Großes Interesse der Medien. Das klingt attraktiv und lässt sich gut erzählen. Sämtliche große Schweizer Medien haben schon über das Phänomen berichtet. Und fast immer sind die beiden umtriebigsten Schweizer Frugalisten Kovac und Pité die Protagonisten. Also ich bin der Hero sozusagen, ja? Danke fürs Kompliment. Allerdings fehlt in den meisten Stories eine kritische Auseinandersetzung mit der Frugalismus. Fuck off, Mann! Fuck! 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 Das kann doch nicht sein hier! Alter, Frugalismus ist eine Seuche! Wenn ich das schon schreibe und Leute sich getriggert fühlen, die Frugalisten sind. Warum Frugalisten ihr ganzes Leben verpassen, dass es ein neues Modewort ist? Beitrag geschrieben, 9. Januar 2021. Hä? Meine Stimme. Und, also ich hab... Ich schreibe sogar hier, ohne abwertend zu sein, möchte ich euch ein Beispiel geben. Kürzlich schrieb mir jemand in den Kommentaren, dass Apple-Produkte und Geräte durchaus auch frugalistisch sein können, wenn ich sie benötige. Das war auf mein mehr als 10.000 Franken Workstation-Setup bezogen. Ich weiß, weird flex. Ohne jetzt großartig zu argumentieren, schreibe ich hier, war meine Antwort, Frugalismus stammt vom englischen Wort frugal ab. Das heißt im Prinzip bescheiden, sparsam. Ich sehe nichts an irgendwelchen Apple-Produkten bescheiden und oder sparsam. Für mich ist ein Apple-Produkt ein fucking Luxusprodukt und hat rein gar nichts mit Frugalismus zu tun, okay? Aber hey, es wird sich nicht kritisch mit Frugalismus auseinandergesetzt. Nein, überhaupt nicht. Auch hier, wieso ich kein Frugalist bin und sollte man Konsum verteufeln wie die Frugalisten, ja? Nein, also... Oh Mann, es ist wirklich schlimm, ja? Der Beitrag ist auch vom November 2020, jetzt ein Jahr her. Hier schreibe ich sogar noch, wieso nicht einfach mehr verdienen, ja? Das macht viel, viel mehr Sinn, als frugalistisch zu leben. Aber nein, es wird einfach richtig, richtig in den Dreck gezogen und einfach gedacht, ja, und wir kommen nachher noch zu richtig dreckigen Sachen, wo ich mir einfach nur denke... Ekelhaft und Real Talk an der Stelle. Ihr werdet nachher gegen das Ende des Videos sehen, wieso ich das so ekelhaft finde und wieso ihr von mir auch immer wieder, wenn es um solche Dinge geht, 100% Transparenz sehen könnt, weil es einfach nur abgrundtief eklig ist, ja. Ich habe noch niemals so, also mir ist noch niemals sowas Ekliges passiert. Erst als ich diesen Beitrag gelesen habe, als mir der Theo das geschickt hatte, also der Theodor Josef Eisenring, und den überflogen habe, ich mir gedacht so, Moment mal. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, aber na, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, wir gehen erstmal ein bisschen durch, sorry. Aber es ist brutal. Also ihr seht, ich bin hier wirklich emotional befangen, ja. Allerdings fehlt in den meisten Storys eine kritische Auseinandersetzung mit der Frugalismusbewegung, haben wir jetzt ja mehr oder weniger gezeigt, dass hier auch auf YouTube, müssen wir gar nicht drüber reden, habe ich auch einige kritische Dinge schon öfters gemacht, wisst ihr ja Bescheid, aber hey, Recherche ist auch nicht jedem sein Ding. Aber Thomas ist überzeugter Frugalist. Was ist ein Frugalist? Mann.
Weshalb wissen diese jungen Leute so genau, wie ihr Leben in 20, 30 oder 40 Jahren aussehen wird? Und wer weiß heute schon, wie viel Geld er zum Leben braucht? Und natürlich gilt auch für Frugalisten das Credo aller Finanzstrategen: Je höher die angestrebte Rendite, desto höher das Risiko. Der Schuss kann auch nach hinten losgehen und der fröhliche Frugalist rackert doch ab bis zu seiner normalen Pension. Also ich werde sehr wohl hoffen, und das habe ich schon sehr oft transparent gesagt, auch in richtigen Interviews mit richtiger Recherche, dass ich hoffentlich so lange arbeiten kann, bis ich das Zeitliche segne. Weil das für mich sehr, sehr, sehr wichtig ist an der Stelle, ja. Arbeit, also es gibt viele Leute, die definieren ihr Leben verschieden. Und zum Beispiel, ich bin jemand, der definiert sich sehr stark mit dem, was er arbeitet, weil er halt seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Und ich kann mir nicht, also wenn ich jetzt mit 30 oder mit 40 aufhören würde, komplett zu arbeiten, ja, also das heißt, dass ich wirklich komplett nicht mehr arbeite und nichts mehr arbeite und nur noch halt irgendwie das Leben genieße, dann würde ich innerlich sterben. Das kann ich euch jetzt schon sagen, ja. Oder in Depressionen verfallen. Ich muss immer irgendwie irgendwas arbeiten, was mit meinen Leidenschaften zu tun hat oder irgendwie Arbeit, ja. Aber hey, so sieht das jeder anders, aber das hätte man auch herausgefunden, wenn man erstens richtig recherchiert hätte oder ein richtiges Interview gemacht hat, ja. Und absolut, Herr Pimpfel, die sollten sich mal kritisch mit ihrem eigenen Blogbeitrag auseinandersetzen, ja. Die Basler Kantonalbank könnte das auf jeden Fall mal machen an der Stelle. Und natürlich, das haben wir schon gelesen. Okay, jetzt kommen wir zu dem Juicy-Part lang. Außerdem wird kaum hinterfragt, was diese schlauen Finanzgurus, wie diese Frugalisten ihr Geld verdienen. Hinterfragt? Wieso soll das kaum hinterfragt sein? Es wird transparent gesagt. Wir verdienen Geld mit Kooperationen mit verschiedenen Firmen, deren Dienstleistungen, zum Beispiel ich zumindest, deren Dienstleistungen ich richtig nice finde oder Produkte ich richtig nice finde. Und da kriegt man dann eine Vermittlungsprovision und oder zum Beispiel zusätzlich zur Vermittlungsposition, also Provision, bekommt die Person, die sich anmeldet, einen Benefit, den sie sonst nicht bekommen würde. Ja, also das ist doch völlig transparent. Das ist schon fast gefühlt wie eine Transaktion. Das heißt, keine Ahnung, Theodor Josef Eisenring oder Caro verwendet jetzt zum Beispiel den Zack-Gutscheincode Zack-SPK und sackt sich 50 Franken ein bei der Anmeldung über eben diesen Code Zack-SPK und ich bekomme dann auch einen Kickback, ähnlich wie wenn ihr jetzt Freunde werben würdet. Ist ja transparent, oder habe ich da jemals ein Geheimnis drumherum gemacht? Aber hey, nein, auch das wieder Recherche an der Stelle. Okay, so ist es halt. Diese sind vollgepackt mit Werbung für Finanzanlagen, Bankkonten und Trading-Plattformen von wegen spar dich reich. Nee, wenn schon, investier dich reich erstmal. Und zweitens, ich meine, wir sind gerade auf der BKB, müssen wir gar nicht drüber sprechen. Hier ganz unten Beratungsgespräch vereinbaren, ja. Sehr sympathisch, wir hören uns jeden Wunsch an. Sehr sympathisch an der Stelle. Erstmal alle anderen Finanzblogger und Finanz-YouTuber in den Dreck ziehen, Alter. Und dann noch schön die eigene Finanzberatung promoten. Ja, danke. Herzlichen Dank, Dominik, an der Stelle. Grüße gehen raus, ja. Also, no front. Ist jetzt halt einfach mal so in den Raum gestellt. Es ist wirklich nice, ja. Frugalisten-Gurus versuchen reich zu werden, indem sie ihren Followern Finanzanlagen aufschwatzen. Ich meine, wie ekelhaft muss man sein? Wie ekelhaft muss man sein, Diggi? Oh nee, das ist ein Newsletter. LOL? Hä? Wieso? Ich wollte... Nein! Ich dachte, hier kann ich... Ich will mich nicht beim Newsletter anmelden. Dreckig. Aber hey, also ich glaube, diese Ironie muss ich ja nicht nochmal genauer erläutern, ja? Finanzanlagen aufschwatzen, man kennt's an der Stelle, ja? Ganz wie ihr großes Vorbild Mr. Money Mustache, dieser generiert mit seinem Blog durch Kommissionen und Finanzprodukte laut dem Magazin New Yorker allein im Jahr 2018 rund $400.000. Das klingt eher nach geldgierig als nach genügsam und wirft ein schlechtes Licht auf die gesamte Frugalismus. Erstmal bin ich kein Frugalist. Zweitens bin ich jemand, der wahrscheinlich mehr als andere Leute den Kapitalismus in einer gewissen Form verherrlicht, auch wenn ich nicht alles gut und toll finde beim Kapitalismus, aber dass man das auf einer Plattform von einer Bank lesen muss, finde ich schon sehr traurig. Und jetzt kommen wir zum
zum großen Plot. Ich habe mir überlegt, soll ich das machen? Soll ich das machen? Weil die Bank Claire kann halt echt nichts dafür, dass deren Muttergesellschaft sowas rausbringt. Und es ist traurig. Es ist traurig. Und darum fand ich diesen Beitrag auch so eklig und deshalb hat er mich auch tatsächlich persönlich getroffen. Okay? Also, alles andere finde ich vollkommen okay. Frugalismus ist mir völlig egal. Erstens mal, ich bin sehr transparent darüber, wie ich mein Geld verdiene. Ich sag das ja auch immer wieder. Also, es ist wahrscheinlich kein Geheimnis und ihr wisst, wie ich mein Geld verdiene. Und ansonsten habe ich es nochmal in diesem Stream erklärt. Mit vollständiger Übernahme der Bank Claire hat die Basler Kantonalbank eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um die strategischen Ziele des Konzerns im immer stärker umkämpften Schweizer Bankenmarkt erreichen zu können. Jetzt werden im Konzern verschiedene Anpassungen in der Governance- und Organisationsstruktur vorgenommen, sowie zur weiteren Unterstützung der Wachstumsziele. Und im Hinblick der regulatorischen Eigenmittelanforderungen, bla 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 bla. Zwei Banken mit eigenständigem Marktauftritt unter einem Konzerndach. 100% der Bank Clear gehört also der BKB. Paul Fenslow, wenn du denkst, das ist übertrieben, die BKB im Prinzip zieht jetzt gerade alle mich beim Namen genannt durch den Dreck, dass wir eigentlich geldgierige, dreckige, was weiß ich, sind. Aber, und die Bank Claire kann nichts dafür, die Bank Claire ist zu 100% gehört sie der BKB. Seht ihr das hier? Das hier in der Mitte? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir überlegt, ob ich das reinnehmen soll. Und ich habe mir einfach gesagt, um vollkommen transparent zu zeigen, muss ich das reinnehmen, weil das finde ich ekelhaft. Das ist ekelhaft. Sie sagen im Prinzip, dass ich oder andere Finanzblogger und ich beim Namen genannt, andere auch beim Namen genannt, durch mehr schon oder weniger dubiose und nicht transparente Wege, Art und Weise Geld verdienen. Und ich finde Geld verdienen völlig legitim. Aber die Tochtergesellschaft mit Finanzbloggern und Finanz-YouTubern aller Art, mich inklusive, zusammenarbeitet. Und Paul Fenslow, das finde ich nicht überzogen und auch nicht klassischer Clickbait, sondern absolut Desinformation und schon sehr ekelhaft. Ja, also du musst dir mal vorstellen, ich gründe mit meiner Kovac Media GmbH eine Firma und die macht dann Geschäfte mit dir, Paul. Die macht gut Geschäfte mit dir. Und die macht Geschäfte mit dir, ist happy und das klappt gut und das ist dann schon eine Geschäftsbeziehung, die über Jahre hinweg geht. Und das ist mehr oder weniger, also die Firma, die jetzt mit dir, Paul, zusammenarbeitet, die gehört aber komplett jetzt der Kovac Media GmbH. Jetzt kommt die Kovac Media GmbH und ich sage jetzt mal die Kovac Product GmbH, das ist die, mit der du arbeitest, die sagt dann auf einmal, also die Kovac Media GmbH sagt halt, ja, der Paul, das ist halt schon so ein dreckiger, kleiner Frugalist hier, so ein Frugalistenschwein. Ja? So ein kleines Frugalistenschwein, das irgendwie dann noch Geld verdient und so richtig geldgierig ist und dann richtig eklig ist, ja? Aber... Nein, so nicht, Mann, so nicht. Das ist richtig asozial. Sorry, das ist asozial. Das finde ich asozial. Und, Annabella, dass vielleicht nur ein Mitarbeiter versagt hat dort, das ist keine Ausrede. Wenn ich in meinem Business, ja, und ich verdiene ja nicht nur Geld mit dem, nur mit dem Blog und alles. Ich schreib's noch falsch, Alter, ich kann aber nicht mehr schreiben. Ich habe ja auch einen der größten Online-Shops zum Thema Trading Card Games. Da verkaufe ich ganz viele Trading Card Games, Pokémon Magic, Comics, alles. Ich bin der Geschäftsführer, mir gehört der Laden. Wenn mein Dad, irgendjemand, mit dem ich zusammenarbeite oder der da für mich im Shop arbeitet, einen Fehler macht, wer ist dann schuld?
Thomas, und zwar der Spark-Kojote und nicht der Daddy oder so, sondern Thomas ist schuld, weil ihm gehört das fucking Business und er hat die Verantwortung zu tragen, wenn Mitarbeiter einen Fehler machen, okay? Wer das anders sieht, sieht das anders. Ich sehe das so, wenn ich ein Unternehmen habe, führe, mir das gehört oder ich zumindest der CEO bin, der Chef bin, keine Ahnung was, ich bin verantwortlich dafür, dass ich Leute einstelle und oder die Kontrollfaktoren, die Due Diligence mache, um Sachen rauszubuttern. Das ist einfach die Aufgabe nicht nur des Einzelnen, natürlich, aber auch der Firma, okay? So ein Ding ist das auf jeden Fall. So ein Ding ist das, okay? Also, weiter geht's. Und ja, das ist eine gelungene PR-Leistung. PR-Leistung. PR-Presseleistung. Ist ja egal. Ich finde, das ist einfach ultra eklig und ich fühle mich tatsächlich persönlich angegriffen, sage ich auch offen und ehrlich so, darum reagiere ich auch so, wie ich reagiere. Und mein konstruktives Feedback jetzt hier, das ist jetzt hier der Beitrag gewesen, nachher kommt noch ein Interview. Das Interview kann man ja drüber streiten, Interview ist Interview, kann man so veröffentlichen. Aber ich finde das einfach erstens mal schlecht recherchiert, man hätte das besser recherchieren können, den Beitrag, weil nachher kommen wir noch zum Interview. Zweitens hätte man einfach auch die Informationen richtig gestalten können, weniger Framing machen, ja? Weil der ganze Beitrag im Prinzip, du kannst überall das Wort Frugalismus streichen, weil ich bin de facto auch nicht nur mit meiner meiner Definition nicht Frugalist, aber Real Talk, meine Freunde, nur Hand aufs Herz, einfach damit ich auch ein bisschen für mein Gewissen da sein kann und auch verstehen kann, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Denkt ihr, dieser Hintergrund ist frugalistisch? Ja oder nein? Denkt ihr, ein 10.000 Euro Setup oder Franken Setup, über 10.000 Euro Franken wohlgemeint, ist das frugalistisch, weil alles Apple-Produkte sind? Ich habe in jedem Zimmer ein bis zwei Apple HomePod Minis. Ist das frugalistisch? Nein, meine Lieben. Ich habe mich auch nie als Frugalist selbst betitelt. Leider Gottes hat sich das irgendwie eingeführt, ich weiß nicht wieso, aber das ist einfach passiert, aber ich bin kein Frugalist und ich check halt nicht, also ich habe in jedem meiner Interviews, wenn ihr das mal genau anguckt, auch das Live-Interview bei Tele Zürich, ich sage immer, ich bin kein Frugalist und trotzdem steht in der Schlagzeile Frugalismus. Es ist halt eklig, ja, es ist halt eklig, so was will man da machen, aber hey, so ein Ding ist es halt, okay, aber jetzt kommen wir noch zum Interview. Der Frugalismus ist der falsche Weg. Muss ich ehrlicherweise zugestehen, für mich sehe ich den auch als falschen Weg und für viele da draußen wahrscheinlich auch. Aber ich sage nicht, dass Frugalismus per se schlecht ist, sondern das muss jeder für sich selber entscheiden. So einen asketischen, frugalen Lebensstil kann ich nichts damit anfangen, aber wenn andere Leute das gut finden und toll finden, dann gerne, why not, ja? Die Frugalismusbewegung verspricht finanzielle Unabhängigkeit und Glück. Was halten Sie von diesem Phänomen? Es ist ein Ausdruck einer bestimmten Sehnsucht von uns allen, denn wer will sich schon bis ins hohe Alter abrackern und nicht lieber das Leben genießen? Ich glaube allerdings, der Frugalismus ist der falsche Weg dafür. Also ich glaube auch nicht, dass man mit Frugalismus wirklich reich und vermögend wird. Das habe ich auch schon oft genug gesagt. Wenn man wirklich reich und vermögend werden möchte und zwar wirklich in bestimmte Sphären gehen möchte, geht praktisch fast nichts drumherum, dass man entweder Luck hatte mit irgendwelchen Stockpicks, was eher unwahrscheinlich ist, oder mit seinem Unternehmen wirklich vollkommen abgeht, was auch eher sehr schwer möglich ist. Und das bin ich auch sehr transparent mit euch und ja. Mücke gleich Elefant, also chill mal auf Basis eines Pazifisten. Jetzt muss mal kurz googeln noch, was ein Pazifist ist, weil ihr kennt mich ja mit den Worten. Direkt mal googeln. Ein Pazifist, ja, was? Pazifist, dieser Begriff kommt vom lateinischen Wort Pazifismus, das heißt Friedlieben. Pazifismus bezeichnet man eine Grundhaltung, die jede Anwendung von Gewalt ablehnt, mit alleine Kraft für Frieden eintritt. Der Pazifist lehnt aus Gewissensgründen auch jede Form von Krieg grundsätzlich ab. Geht es hier um körperliche Gewalt oder auch verbale Gewalt? Also ich bin zum Beispiel jemand, muss ich ganz ehrlicherweise so zugestehen, also so körperliche Gewalt und eben so Krieg und so bin ich auch gar kein Fan von, darum auch Rüstungshersteller, Waffenunternehmen auch absolutes No-Go für mich. Über ETFs kann ich es nicht kontrollieren, aber halt als Einzelunternehmen, darum auch Boeing für mich ein No-Go. Aber rein so, wenn mir jemand in den Garten scheißt, Alter, dann scheiße ich definitiv zurück und wenn es mit doppelter Ladung kommt und weil ich direkt noch scharf gegessen habe, dann fliegt die Scheiße auch raus und zwar so, wie sie reingekommen ist, meine Lieben, ja. Muss ich ganz ehrlicherweise an der Stelle sagen. Und ich weiß natürlich,
Professionalität sei jetzt hier mal dahingestellt. Aber das ist halt meine Art von Professionalität, wo ich meine Meinung sagen kann. Und das ist halt natürlich auch, also ich nehme da kein Blatt vorm Mund, nur weil ich weiß, dass ich mit der Tochtergesellschaft von eben dieser BKB zusammenarbeite, weil eben die Bank Claire kann halt nichts dafür, dass jetzt so ein Ding passiert. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich nehme das jetzt einfach mal hin und denke mir so, ja, die ficken mich jetzt mal komplett in den Arsch oder so. Und aber weil ich mit der Bank Claire zusammenarbeite, die sind ja die Muttergesellschaft von der Bank Claire, lieber ein bisschen still sein, ansonsten, das könnte nicht so gut sein. Nein, definitiv nicht. Erstens mal für mich persönlich, Bank Claire hat hier wirklich einfach Pech gehabt, im Sinne von, dass die BKB recherchierten Gurkenbeitrag auf ihrer Hauptseite in ihrem Magazin von der Basler Kantonalbank veröffentlicht hat. Die können halt nichts für, dass die BKB einfach sowas rauslässt. Tut mir halt leid an der Stelle und sorry, ich nehme da kein Blatt vom Mund, weil für mich ist das einfach absolut... Ja, also mir fehlen da die Worte schon so ein bisschen, ne? Aber ja, weiter geht's. Wer will schon bis ins hohe Alter abrackern und nicht lieber das Leben genießen? Also ich würde schon gerne bis ins hohe Alter so richtig abrackern. Also ich kann mir vorstellen, dass ich noch bis ins hohe Alter so 40 Stunden safe arbeite. Vielleicht auch 45 Stunden. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ist schon geil. Und das meine ich jetzt nicht ironisch, aber hey, hat man halt mal besser recherchieren müssen, dass der Thomas ein Workaholic ist und seinen Job und seine Arbeit liebt. Weil nur ein kleiner Mensch, Minderheit von Privilegierten, diesen Weg überhaupt offen steht. Es sind zumeist junge Leute guter Herkunft, die eine gute Ausbildung genossen haben, materiell sowieso schon gut gestellt sind, okay. Die meinen Background kennen, ich muss jetzt nicht alles nochmal erläutern, man kann auch gerne mal meinen Background und auch die Story dann 25k Abo-Special sich angucken mit meinem Dad. Das wird auch nochmal ein paar Licht ins Dunkle bringen, aber... Weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann. Ist schwierig. Ich bin auf jeden Fall die erste Generation, die hier in der Schweiz geboren ist. Also, meine Eltern sind beide aus dem kommunistischen Land an der Stelle geflüchtet. Jo. Auffallend, wie häufig die Medien darüber berichten in der Schweiz, fast immer denselben Protagonisten. Wie schaffen es die Frugalismus-Gurus? Hier steht sogar Frugalismus-Guru. Euer Frugalismus-Guru ist wieder am Start. Immer wieder in die Zeitungen. Wir alle haben diese Sehnsucht, der Traum von Reichtum ohne viel Arbeit. Die Story liest sich gerne, insbesondere mit jungen, erfolgreichen Menschen, die es angeblich geschafft haben. Und weil es in der Schweiz nur wenige Frugalisten gibt, die sich exponieren, greifen Medien immer wieder zu diesen selben Personen zurück. Ich glaube, der Boy, Markovic heißt der, glaube ich. Markovic oder Mark, wie heißt der? Ich glaube, Markovic oder Markovic. Er hat, glaube ich, einen Podcast. Du kannst mich gerne herzlich einladen, können wir richtig coolen Talk machen, weil ich glaube, du hast aufgrund von dem Beitrag da oben dir gar kein Bild über mich gemacht, weshalb du jetzt wahrscheinlich auf das direkt so kommst. Aber hey, am besten immer selber recherchieren. Man hat ja gesehen, wie gut der recherchiert worden ist. Und hey, ich lade jeden herzlich ein, selber zu recherchieren, zu googeln. Man findet alles online, 1200 YouTube-Videos, über 700 Blogbeiträge. Da findet man schon einiges. Ja. Ein paar wenige verdienen Geld und verkaufen dem Rest Hoffnung und leere Versprechen. Sie werfen den Medien unkritische Berichterstattung beim Thema Frugalismus vor. Weshalb? Die Websites dieser Frugalisten sind vollgepackt mit Werbung für Finanzprodukte, Banken und Kleinkredite. Eigentlich müsste bei jedem Journalisten hier sofort die Alarmglocken läuten. Diese Praxis ist vergleichbar mit klassischen Schneeballsystemen. Ein paar wenige verdienen Geld und verkaufen den Rest Hoffnung und leere Versprechungen. Also, ich bin jetzt gerade ultra geflasht, ich habe den Teil gar nicht so richtig gelesen, aber wow. Also er vergleicht jetzt ETFs, Aktieninvestments, 3A-Säule, von mir aus auch Krypto und Co. als Schneeballsystem. Halt. Alter Schwede, ich meine, ich sag jetzt mal, die Webseite dieser Banken sind vollgepackt mit Werbung für ihre eigenen Finanzprodukte, Banken und Kredite. Eigentlich müsste bei jedem Journalisten hier sofort die Alarmglocken läuten. Die Praxis ist vergleichbar mit klassischem Schneeballsystem. Ein paar wenige verdienen Geld, die Bank wohlgemerkt,
und verkaufen dem Rest Hoffnung und leere Versprechungen. Hypotheken, Kredite und irgendwelche überteuerten Fonds, die gemanagt sind und 1,25% Gebühr kosten. Weil der ETF ja ein Schneeballsystem ist, mein Lieben. Ein fucking Indexfonds ist jetzt anscheinend auch noch ein Schneeballsystem. Absolut ekelhaft. Absolut ekelhaft. Absolut ekelhaft. Also sind diese Leute in Wahrheit als Frugalisten getarnte Finanzer? Es kann schon sein, dass sie selbst frugalistisch, sprich genügsam leben. Im Englisch gibt es dafür einen Ausdruck Online-Grifter. Okay, eine Mischung aus Influencer und Schwindler. Okay, sie haben eine Masche gefunden, um online Geld zu verdienen. Das ist zwar nicht verboten, aber aus moralischer Sicht fragwürdig. Okay, jetzt müssen wir das googeln. Ich habe das noch nie gehört. Online-Grifter. Bedeutung. Online-Gauner, okay. Also, jetzt bin ich auf einmal ein Gauner. Geil. Also, das ist einfach nur absolut ekelhaft. Also, ich dachte schon, ich habe jetzt vorhin schon so diese Sachen exposed. Und jetzt bin ich noch ein... Also, ich promote anscheinend noch Schneeballsysteme. Bin ein Gauner, ein Online-Gauner. Ich meine, was bin ich noch? Mörder, irgendwie Sexist, Rassist, irgendwie White Privileged. Man sieht's an mir, ich bin absolut natürlich White Privileged an der Stelle einfach mal, ja. Also was kommt jetzt bitte noch? Es ist einfach nur... Es ist einfach nur crazy. Um ihre Träume zu verwirklichen, benötigen sie in aller Regel Geld, Zeit und einen guten Plan. Diesen erarbeiten wir bei einer zielbasierten Beratung gemeinsam mit ihnen. Und bei uns geht es nicht um irgendwelche Produkte, sondern einzig und allein um ihr Leben und ihre Wünsche. BKB, Anlage, Lösung, Vorsorge, Vorsorge, Sparen, Wachstum, Franken. Ich habe mir das vorhin kurz angeguckt oder wir können hier das einfach mal öffnen. Das sind die wesentlichen Anlegerinformationen, die wir hier direkt einfach öffnen können. Das ist das PDF, meine Lieben. Hier kann man sich die Valoren angucken, die ISIN, und dann könnt ihr das mal angucken. Hier haben wir dann tatsächlich laufende Kosten von 1,25%, eine Ausgabekommission und eine Rückgabekommission von 2%. Wer ist jetzt der Online-Grifter? Oder Gauner. Auf jeden Fall an der Stelle ich, weil ich bin die Person, ja, wohlbemerkt, ich bin der Gauner. Wie schon gesagt, also ich fronte hier niemanden, sondern ich bin der Gauner. Ich akzeptiere, dass ich ein Gauner bin, ein Online-Gauner, dass ich Schneeballsysteme promote. Ja, also neuerdings ist also Zack auch ein Schneeballsystem. Also gut zu wissen, dass Zack anscheinend ein Schneeballsystem ist, laut diesem Beitrag. Ich weiß, also das ist, glaube ich, das Interview, oder? Wo steht überhaupt, von wem das Interview ist? Steht hier nicht mal, wer das... Habe ich das jetzt noch überlesen? Frugalismus ist der falsche Weg. Ist ja egal. Auf jeden Fall bin ich der Gauner an der Stelle. Ja, also ich akzeptiere es. Ich gebe auf. Ich bin das Arschloch, das anscheinend Schneeballsysteme verkauft oder promotet und irgendwie noch andere Geschichten promotet, die ja wirklich schlecht sind. Hier wohlbemerkt möchte ich hier auch einfach mal nochmal zurück. Das ist für die 3A Säule. Das ist für das normale Vorsorgesparen, okay? Wir können aber gerne noch die 3A Säule für euch angucken, damit ihr auch wirklich so ein bisschen versteht, Alter, was ich für ein Problem halt habe, ja, wenn ich solche Sachen lese und unten halt so ein ekliger Text steht, ja. Also ich muss es nur finden. Ich bin gerade nicht immer so on the top. Vorsorge, Wertschriften sparen, Vorsorge. Okay, das ist hier. Wir wollen auch die 3A-Säule einfach mal vergleichen, angucken, ohne jetzt hier wirklich noch Meinungen reinzupumpen, sondern wirklich nur, ich nehme jetzt mal die BKB-Anlagelösung, Vorsorge, Sparen, Wachstum. Ich möchte Wachstum investieren. Dann könnte ich hier nochmal gucken, Preise, Konditionen, klicke ich hier rein. Das ist einfach dieses PDF. Und was haben wir hier? 1,25% laufende Kosten. Okay, wir gucken jetzt mal nur auf die laufenden Kosten. Wir ignorieren jetzt mal die Ausgabekommission und die Rücknahmekommission. Wir gucken nur die laufenden Kosten von 1,25% an. Sehen wir hier vielleicht auch noch die Aktienquote? Sehen wir gerade nicht. Aber ist ja egal.
wir könnten jetzt 100% Aktienquote annehmen. Das wäre im Idealfall jetzt für mich als junge Person eigentlich das Beste, aber haben wir jetzt hier, ich weiß, ich sehe es jetzt hier gerade nicht. Aber 1,25% merken wir uns das, okay? Wir sind jetzt hier bei Frankly von der ZKB. Irgendwie ist mir die Zürcher Kantonalbank schon ein bisschen sympathischer an der Stelle. Natürlich nicht wegen dem oder nicht wegen der Kooperation, sondern einfach insgesamt, weil wir gucken hier, wir haben aktuell bei der Franklin All-In-Fee, wenn ich jetzt auch die maximale Aktienquote wähle, 0,46% Gebühren. Oh, okay. 0,46% versus, wo hatten wir es? Ich will nichts Falsches sagen. Einfach die 1,25%. Es waren, glaube ich, überall 1,25%. Also ich kann gar nichts verwechseln. 1,25%. Oh, okay. Lass ich jetzt so im Raum stehen. Das Video ist von niemandem gesponsert hier heute, sondern es ist gesponsert by myself. Und ich sag's euch, wie es ist. Das Video könnte durchaus das Risiko sein, dass ich dann vielleicht mit der Bank ja nicht mehr zusammenarbeite, weil sich die BKB denkt, yo, das mögen wir gar nicht, was hier der Thomas hier sagt. Das ist absolut... Ich sag's euch so, wie es ist. Das ist Real Talk, ja? Also, darum habe ich gesagt, ich wollte das unbedingt live raushauen oder mindestens, also einfach raushauen, weil mir das wichtig ist. Und wie schon gesagt, ich stehe hinter meinen Worten, ich stehe hinter meinem, mehr oder weniger meinem, meiner Brand sozusagen, oder ich stehe hinter dem, was ich mache. Und wenn mir jemand so in den Garten scheißt, ja, dann muss ich halt wirklich auch, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da nehme ich kein Blatt vorm Mund, auch wenn ich sozusagen mit der Tochtergesellschaft, also mit der Bank Claire, zusammenarbeite, sondern das hat die Bank Claire, kann sie wirklich nichts für, aber wenn die BKB dann meint, so, yo, das mögen wir gar nicht, was hier der Sparkojote macht, dann sei es drum, dann sei es so, dann kann ich das akzeptieren, dann ist das halt so, aber dann weiß ich einfach umso mehr, dass es da draußen halt schon immer noch sehr eklige Business Practices gibt, die gibt es überall. Und das finde ich dann auch, ja, was will ich dann dagegen machen, sondern dann ist es halt einfach so und, ja. Ich sag's einfach so, wie es ist. Ich sag's einfach so, wie es ist, ja. Ich sag's einfach so, wie es ist, ja. Es ist einfach, ja. Ich find's nicht schön. Ich find's echt nicht schön. Mehr kann man dazu nicht mehr sagen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen, vielleicht habe ich überreagiert, I don't know. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht nehme ich es zu persönlich und vielleicht sollte ich es gar nicht so persönlich nehmen. Aber es ist so, wie es ist. Und ihr wisst von mir, werdet ihr immer den realen Content bekommen und nicht irgendwie noch gebuddert, gesüßt und irgendwie zensiert oder so, sondern das kommt einfach raus und ich stehe dahinter und ja, that's life. Aber guck mal, was sagt noch die Community? Ich habe jetzt wenig gelesen heute im Chat. Ich versuche so ein bisschen ein paar Sachen zu lesen. Aber ja. Fugalismus verkauft sich momentan einfach zu gut, schreibt Philpirat. Ja, vermutlich. Die haben keinen Fugalisten in der Schweiz gefunden und du musst büßen. Ja, Mann. Wer alt werden will, sollte seinen Blutdruck senken. Ja, aber manchmal muss man den Blutdruck auch speziell... Also ich raste wenig aus, ja. Aber es gibt manchmal schon so... ja, Ausraster. Wie schon gesagt, ich möchte hier nochmal erwähnen, mit der Bank Claire ist alles okay. Also ich verstehe, dass sie natürlich eine Tochtergesellschaft sind von der BKB, aber sie sind völlig, also autark, sie funktionieren ja allein. Ich habe mit der Bank Claire gar kein Problem. Ja, das klappt alles super, aber ich finde nur die Doppelmoral dahinter, dass die BKB im Prinzip, und muss es halt so sagen, also mich beim Namen mehrfach mit Scheiße bewirft, mit Fehlinformationen, Desinformationen und auch wirklich sehr eklig formulierten Framing-Angelegenheiten mich in den Dreck zieht, finde ich schon nicht ganz in Ordnung, im Sinne von, dass 100% von der Bank Claire der BKB gehört. Finde ich doch schon sehr makaber an der Stelle. Ist im Raum gestellt. Okay? Wie schon gesagt, also ich hab da keine Sorgen für mich und ich sage einfach das, was oder wofür ich stehe. Was ist mein ethnischer Background? Halb Vietnamese und halb Ungare. Beides mal kommunistische Länder gewesen, wo meine beiden Großeltern und Eltern geflüchtet sind aus diesen Ländern. Wisst ihr vielleicht auch, wieso ich so negativ gegenüber Kommunismus eingestellt bin? Weil ich schon viele eklige Storys gehört habe, die echt sind. Ich glaube, die Bank will eigentlich nur günstige ETFs verhindern. Ja, das ist schon krass.
Jetzt haben sie die Sparquote-Masche exposed. Oh Mann. Thomas, Frugalist und Gauner schon wild. Also ich finde schon krass, dass sie mich als... Also das ist ja in einem... Also klar, sie benennen jetzt mich nicht beim Namen. Und so wie es formuliert ist, ist es wahrscheinlich sogar noch rechtlich. Ja, sie meinen gar nicht mich, sie meinen allgemein und so. Aber es ist schon frech. Also ich finde das schon... Also ich finde das schon echt stark. So, also stark im negativen Sinne. So krass, so was da... Also was da raus geballert wird, das fand ich jetzt schon... Also jetzt am Schluss, ich habe das gar nicht gecheckt, Online-Grifter, dass das Gauner bedeutet, Grifter. Das ist halt schon krass. Oh mein Gott, das ist schon niedlich. Wenn ich das nochmal so lese, ich finde das schon krass. Thomas, die Banken wollen nur dein Bestes, dein Geld, ja, ich weiß schon. Ich will auch nur euer Geld an der Stelle. Darum mache ich ja auch alles kostenfrei, hau den Videokurs online und jetzt kommt dann auch bald das 100-seitige E-Book völlig kostenlos online zum Downloaden und alles. Also klar, auf jeden Fall an der Stelle. Und ich verdiene natürlich auch nur so Geld, ja. Ja, das Problem der Banken ist, dass sie ihre eigenen Fonds verkaufen wollen müssen und nicht mit kleinen Kickbacks von ETF-Beständen und Kurtagen leben können, schreibt Julian. Das ist natürlich sein. Vielleicht muss man einfach das Businessmodell, ja. Christian Lemke, erst belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. Glückwunsch zur Phase 2. Also das finde ich schon ganz krass. Ich habe das noch, ihr müsst euch das mal überlegen. Das ist eine Bank, okay? Das ist nicht irgendwie so 20 Minuten. Klar, 20, das sind alles Medien, aber das ist eine Bank. Das ist eine Bank, die aus ihrer Haut rausgeht, um wirklich richtig krass Shots feiert zu betreiben. Und das finde ich schon sehr frech, weil es halt eben so schlecht recherchiert worden ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich ein Statement dazu bekommen würde, weil ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich meine, wenn die BKB... Also die Basler Kantonalbank so gut auf ihrem Blog recherchiert und Beiträge veröffentlicht, wie sie dann auch ihre Aktienfonds und Investmentprodukte analysieren, dann gute Nacht, meine Lieben. Dann weiß ich nicht, was mit dem Geld dort passiert. Ja. Also wenn man nicht mal 5 Sekunden googeln kann, dann weiß ich auch nicht an der Stelle. Ja. Dann bezweifle ich das, dass Geschäftsberichte lesen oder was weiß ich da alles überhaupt noch... im Kernkompetenzbereich liegt, ja, also aber das weiß ich natürlich nicht und vielleicht ist es auch ein Einzelfall an der Stelle, darum, who knows, ja, wie schon gesagt, vielleicht ist es auch einfach hier also der Autor vom Text, der das auch rausgeballert hat und, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man da natürlich, also das Zeug wird ja auch irgendwie gescreent und angeguckt, das wird nicht einfach, also ich kann da nicht einfach was schreiben und was veröffentlichen, ja, also es gibt da irgendeinen redaktionellen Prozess, wird es da ja wohl geben, oder? Aber who knows? Who knows, Mann? Banken, mit Angst wollen sie Kunden generieren. Ja, so ist es. Nicht alle, nicht alle. Also, das finde ich schon, das ist, geht schon so in die Richtung. Unterhosen sammeln, Phase 1. Phase 2, gar nichts. Phase 3, Profit, das ist dein Geschäftsmodell. Ja, so schaut's aus, Mann. Wenn du der Seelenverkäufer bist, was ist der Dirk Müller, der Finanzsatan? Nee, ich bin ein Online-Grifter, ich bin ein Gauner. Ich bin ein Geldgauner, glaube ich jetzt. Oder der Gauner-Kojote, meine Güte. Es tut mir leid, schreibt Lionel, Grüße aus Basel. Ich habe nichts gegen Basel, du kennst es ja. Ich bin nächste Woche übrigens am Freitag sowieso auch Fantasy Basel. Fantasy Basel, freue ich mich schon riesig drauf. Also ich habe überhaupt nichts gegen Basel. Und ich muss ehrlicherweise zugestehen, ich habe zuerst die BKB mit der BLKB verwechselt, aber die BKB und die BLKB sind völlig zwei verschiedene Banken, aber beide, glaube ich, in Basel. An der Stelle, also es geht hier wirklich um die Basler Kantonalbank, die BKB, also bkb.ch, die diesen Beitrag rausgeschallert hat und ich finde das schon wirklich, also selten so was Krasses an den Kopf geschmissen bekommen, ja, und ja, nimm es persönlich, das ist nicer für uns, ja, für den Content, aber hey, vielleicht war das auch ein gekonnter PR-Move, dass ich darauf reagiere, dass das aufgeplustert wird und dann noch von anderen aufgenommen wird und dann pump, zack, ist auf einmal die BKB im Rampenlicht und who knows, ja. Schlechte Promo ist auch gute Promo.
verklagt die doch auf Schadensersatz. Ich wüsste gar nicht, ob das irgendwie jetzt unter... Wie schon gesagt, ich glaube, die haben das wahrscheinlich noch so formuliert, dass das nicht unter Verleumdung geht oder so. Darum, ich weiß es an der Stelle nicht. Ich bin da ja kein Anwalt oder so. Da müsste der Lionel hier auf jeden Fall mal seine Expertenmeinung reinhauen. Aber ich fand das schon hier unten, da erwähnen sie ja dann auch niemanden mehr beim Namen. Also ich gehe schon davon aus, dass das sehr, wie sagt man dem, juristisch korrekt formuliert worden ist, glaube ich. Ja, also das finde ich eh schon schlimm. Ja, Mann, True Talk, bei mir gibt's nur Real Talk. Und Real Talk, jetzt sind wir eh gleich beim Ende. Ich habe den Chat auch so ein bisschen durchgeraddert. Real Talk an der Stelle, Ich bin überrascht. Ich bin sehr überrascht. Und ich bin jemand, der tatsächlich solche Sachen sehr, sehr informell regelt, wie es der Talerspalte hier schon schreibt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie in den Wald reingeschrien wird, kommt es auch wieder zurück. Und no bad blood an der Stelle. Ich habe für mich jetzt mit diesem Video abgeschlossen. Das muss ich jetzt auch nicht mehr in die Länge ziehen. Ihr habt meine Meinung gehört, meine Kritik auch zu der guten Recherche auch gehört und auch ein bisschen Vergleiche. Und dieses Video oder dieser Stream soll einfach Beweis dafür auch sein, dass ich immer von dem rede, von dem, wo ich überzeugt bin. Und wenn ich mal meine Meinung auch ändere, das auch transparent kundtue. Und in diesem Sinne, ich bin kein Frugalist. Hätte man auch mit einer Recherche rausfinden können. Und ich wünsche euch einen super schönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet zumindest auch etwas Spaß am heutigen Stream. Ein paar Ausraster waren dabei. Und tut mir einen Gefallen. Tut mir einen Gefallen. Abonniert diesen Kanal. Eigenwerbung. Ich weiß, Eigenwerbung stinkt, aber manchmal ist Eigenwerbung immer das Beste, was man tun kann. Ihr könnt aber auch ein Beratungsgespräch bei mir vereinbaren. Nicht. Oh Mann.